Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu dieser neuen Prognose. Tippt wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Dort könnt ihr dann auch für die nächsten beiden Spieltage wieder abstimmen. Ihr seht einmal kurz, welche Spiele es in dieser Woche geworden sind. Ansonsten schauen wir jetzt auf die Partien. Freitagabend Darmstadt gegen Dresden und Aue gegen Stuttgart. Samstag Hannover gegen Fürth, Regensburg gegen Bielefeld und Bochum gegen Wiesbaden. Sonntag noch der 1. FC Nürnberg gegen den VfL Osnabrück, Heidenheim gegen Sandhausen und brisant der KSC gegen den HSV und am Montagabend der FC St. Pauli gegen Holstein Kiel. Noch ein letzter Blick auf die Tabelle. Erster ist der HSV nach 3 Spielen, 2. Stuttgart, 3. VfL Osnabrück, 4. Karlsruhe, 5. Aue, 6. Greuther Fürth, 7. Bielefeld, 8. Hannover, 9. Heidenheim, 10. dann Jahn Regensburg, Sandhausen ist 11., Holstein Kiel 12., 13. Darmstadt, 14. Dresden, 15. überraschenderweise der 1. FC Nürnberg, 16. Bochum, 17. der FC St. Pauli und 18. noch ohne jeglichen Punkt ist Wien Wiesbaden. Jetzt geht aber los, viel Spaß beim Zuschauen und bleibt schön sportlich fair. Los geht's! Was für ein Nackenschlag für den SV Darmstadt 98. Ein 4:0 beim Aufsteiger aus Osnabrück. Da lief dann im Endeffekt gar nichts mehr zusammen. Gegen Dresden sollte es jetzt besser werden, aber die SG Dynamo hat dann auch in der letzten Woche den ersten Sieg einfahren können. Zu Hause gegen den 1. FC Heidenheim. Die erste Möglichkeit gehört hier den Lilien. Johannes Wurz nach langer Zeit mal wieder im Startaufgebot hier, aber noch knapp verzogen. Es war eine richtig turbulente Anfangsphase und jetzt wieder Dynamo Dresden. Löwe mit der Flanke und da ist Alexander Jeremejew mit dem zweiten Saisontor. Gegen Heidenheim auch schon erfolgreich gewesen und jetzt dieser wunderbare Volley. 9. Spielminute, 1:0 für die Gäste. Und die schwarz-gelben Sachsen griffen weiter an. Flanke von Löwe, Barisartig mit dem Kopfball, der ging aber dann doch recht deutlich über den Kasten rüber. Dennoch eine weiterhin sehr unterhaltsame Zweitligapartie. Nun wieder der SV Darmstadt 98 im Gegenzug. Knappe halbe Stunde von der Uhr. Das ist Yannick Stark zu Heller. Der nimmt nochmal Stark mit. Dann ist die Flanke nicht schlecht getreten, aber Johannes Wurz ist viel zu frei und macht in der 32. Minute dann den Ausgleich. Setzt sich da gut ab, hat einen vernünftigen Laufweg und Kevin Broll kann dann nicht mehr eingreifen. Zweiter Durchgang, Einwurf für Dynamo Dresden. Es ging spaßig weiter. Wieder Jeremejew, wie er sich da um den Verteidiger dreht, ist richtig gut. Und der Schwede mit seinem 3. Saisontor. Perfekter kann man nicht in die 2. Halbzeit starten. Da waren gerade mal knappe 4 Minuten gespielt. Sie wollten jetzt dem Spiel den Deckel aufsetzen, Dresden, aber sie liefen auch Gefahr, in Konter zu laufen. Das ist Marcel Heller auf der rechten Außenbahn, ohne viel Druck. Dresden nicht gut geordnet eigentlich, trotzdem dann im 1 gegen 1 ist Müller gegen Johannes Wurz der Erfolgreiche. Ansonsten hätte es hier sicherlich 2:2 gestanden. Viertelstunde vor dem Ende, wieder Dresden. Ebert mit der Flanke, Chris Löwe am zweiten Pfosten macht hier den Deckel drauf. Erster Saisontreffer, schöne Flanke von Ebert, maßgenau und dann kann da nichts mehr gehalten werden. Dynamo Dresden gewinnt zum zweiten Mal in Folge. Und allein in den letzten beiden Spielen hat der SV Darmstadt 7 Gegentore kassiert. Das muss in Zukunft auf jeden Fall deutlich besser werden. Der 1. FC Nürnberg ist auch eher durchwachsen in diese Saison gestartet. Der VfL Osnabrück hingegen hat schon 2 Siege auf der Habenseite notieren können. Vor allem das 4:0 gegen Darmstadt am Montagabend war doch sehr überzeugend. Hier war der Club erstmal spielbestimmend. Behrens mit der ersten Möglichkeit. Guganic ist noch dazwischen. Und dann war es kein Problem im Endeffekt für Körber diesen Ball festzuhalten. Es war aber eine offene Partie, weil sich der VfL Osnabrück dann auch nach vorne wagte. Agu wird da nicht angegriffen. Nimmt sich dann mal ein Herz, wobei viel Wucht dann nicht hinter diesem Schuss steckte. Den trifft er dann eher suboptimal und
schiebt ihn damit einige Meter links am Kasten vorbei. Selbst wenn der aufs Tor gekommen wäre, vermutlich wäre da kein Erfolg bei rumgekommen. Nun Marcos Alvarez, heute in der Startaufstellung dabei. Aminedo hat die Übersicht und Agu nimmt gut über die rechte Seite. Anas Ouahime, die Flanke auf den zweiten Pfosten, das Kevin Wolze traf noch gegen Darmstadt. Hier ist er per Kopf, aber nicht gefährlich in Erscheinung getreten. Zweiter Abschnitt, Fehler von Osnabrück im Spiel nach vorne. Medeiros zu Nikola Dovedan. Versucht sich da, aber auch das war noch nicht wirklich gefährlich. Die ganz hundertprozentige Möglichkeit blieb weiterhin aus. Doch der Club spielte nun weiter. Nach der 0:4 Klatsche zu Hause gegen den HSV wollte man jetzt das erste Mal zu Hause den Dreier einfahren. Aber da hatte Körber zunächst noch was dagegen. Starke Möglichkeit per Kopf. Und das hätte es eigentlich schon sein müssen aus Nürnberger Sicht. Doch sie blieben jetzt dran. Knappe 20 Minuten noch zu spielen. Keak auf Medeiros, der auf der linken Seite mit der Flanke. Guga nicht klärt es fürs Erste. Ouahim verliert den Ball an Johannes Geist, der da gut nachsetzt. Dovedan wird da nicht angegriffen und zieht dann kurz vorm Strafraum ab. 69. Spielminute. Die Führung für die Gastgeber. Der erste Treffer hier im Max-Morlock-Stadion in der Saison 2019-2020. Und dann so ein wundervoller. Den kann Körber einfach nicht mehr erreichen. Der hatte auch genügend Wucht hinten drauf. So. Und für den VfL Osnabrück ging es darum, jetzt den Ausgleich noch irgendwie zu erzielen. Und Heider hatte die Chance. Unmittelbar vor Schluss. Doch es sollte nicht mehr sein. Der erste FC Nürnberg gewinnt knapp unter dem Strich, aber nicht unverdient mit 1:0 gegen den VfL Osnabrück, der sich für seine Leistung nicht schämen muss. Am Ende fahren sie aber mit leeren Händen nach Hause. Die Vorgeschichte, die zwischen dem Karlsruher SC und dem Hamburger SV besteht, ist sicherlich jedem bewusst. Stichwort Relegation. Aber der HSV wollte sich davon freimachen, super in die Liga gestartet und nun hier gegen Karlsruhe wollte man dran anschließen. Und Hinterseher, der Matchwinner vom Spiel gegen den VfL Bochum, wollte daran anknüpfen. Hier mit der ersten Möglichkeit, Gutzurek schmeißt sich aber rein, bekommt den Ball in die Magenkuhle, kein Handspiel und somit ein Eckstoß, aus dem nichts wurde. Der KSC unter Alois Schwarz aber eben auch gut in die Liga gestartet, 2 Siege, eine Niederlage. Damit kann man als Aufsteiger absolut zufrieden sein und so kamen sie nun auch nach vorne, die in blau gekleideten Gastgeber. Das ist wieder Gutzurek, Vanicek, hier ein nettes Zusammenspiel, Fein ist zwar dazwischen, bekommt aber keine Kontrolle auf den Ball, dann Philipp Hofmann aus der Drehung. Das erste Mal der Abschluss hier in dieser Partie, nicht wirklich gefährlich, aber zumindest ein Zeichen, in welche Richtung es auch für den KSC hier gehen könnte. Der HSV nun aber wieder mit dem Zepter in der Hand, Duziak, Fein. Dieses Mittelfeld ist durchaus in Kombinierlaune. Jairo, Samperio und Kin Zombie dann mal, der sich da gut durchtankt, macht eben dieses Dreier-Mittelfeld-Gespann komplett. Versucht sich hier Opov, sieht aber, dass der Ball dann rübergeht. Zweiter Durchgang, nun der KSC wieder in besserer spielerischer Verfassung. Rosbach über die linke Seite mit der Flanke und Marvin Pourrier, gefährlicher Torjäger des Sportclubs hier mit dem harmlosen Kopfball in die Hände von Daniel Heuer. Fernandes, der Gegenstoß vom HSV. Duziak schickt auf der linken Seite schön Lukas Hinterseher, der bringt die Flanke, eigentlich gehört er da in die Mitte, um sowas zu verwerten. Dann kommt Kin Zombie aber an den Ball. Und der ist dann richtig gefährlich, aber auch super gehalten von Opov. In der zweiten Einstellung sieht man, den lenkt er noch mit den Fingerspitzen ans Aluminium. Der HSV wollte es aktuell etwas mehr und kam nach diesem Eckstoß zur nächsten Chance. Tim Leibold wird da nicht vom Ball getrennt, sieht dann Sonny Kittel links außen. Bringt ihn in die Mitte, Hinterseher, schöne Drehung, guter Abschluss, aber ebenso stark von Opov. Im Endeffekt reagiert, ist schnell genug unten im kurzen Eck und feiert sich vollkommen zurecht.
Die letzte Möglichkeit der Partie gehörte dann aber dem KSC. Auch wenn Rosbach hier ein paar Probleme hat, den Ball zu behaupten, macht er das im Endeffekt richtig stark. Wanicek mit dem richtig guten Ball auf Lorenz. Und das muss es vielleicht sein. Dann im Endeffekt eventuell etwas zu überhastet abgeschlossen. Und somit trennen sich der KSC und der HSV verdientermaßen mit 0:0. Keine Niederlage, kein Sieg. So ist es dann. Dann werfen wir noch kurz einen gemeinsamen Blick auf die Ergebnisse. Aue gegen Stuttgart 0:3, Darmstadt gegen Dresden 1:3, Bochum gegen Wien 1:2, Hannover 96 gegen Fürth 2:1, Regensburg gegen Bielefeld 1:3, Karlsruhe gegen den HSV 0:0, Nürnberg gegen Osnabrück 1:0, Heidenheim gegen Sandhausen 1:1 und St. Pauli gegen Holstein Kiel 1:0. Schauen wir auf die Tabelle. Stuttgart ist Erster mit dem Sieg. HSV 2., Bielefeld 3., Hannover 4., 5. Karlsruhe, 6. Osnabrück, 7. Dynamo Dresden, 8. Fürth und 9. Erzgebirge Aue. Tabellenplatz 1 an der zweiten Tabellenhälfte ist der 1. FC Nürnberg, 11. Heidenheim, 12. Sandhausen, 13. Regensburg, 14. St. Pauli, 15. Holstein Kiel auf dem Relegationsrang Darmstadt, 17. Wien Wiesbaden und 18. der VfL Bochum. Und jetzt geht's weiter mit der dritten Liga. Schauen wir kurz auf die Tabelle, die wie folgt aussieht: 1. FC Ingolstadt, 2. MSV Duisburg, 3. Braunschweig, 4. Unterhaching, 5. Mannheim, 6. der Hallesche FC, 7. ist Viktoria Köln, Preußen Münster auf Platz 8, Sonnenhof Groß Asbach auf Platz 9, 10. ist der FSV Zwickau, 11. Magdeburg, 12. Würzburg, 13. Bayern Amateure, 14. der 1. FC Kaiserslautern. Am Platz 15 steht der TSV 1860 München, 16. Meppen, 17. Uerdingen, 18. Rostock, 19. Chemnitz und 20. der FC Carl Zeiss Jena. Noch ein Blick auf die Spiele geworfen am Freitagabend: der FC Ingolstadt gegen den FC Hansa Rostock, Braunschweig gegen Würzburg dann am Samstag, ebenso wie Preußen Münster gegen Uerdingen, Groß Asbach gegen Viktoria Köln, Bayern 2 gegen Chemnitz, Magdeburg gegen 1860 und Meppen gegen Carl Zeiss Jena.
Dann am Sonntag Unterhaching gegen den Halleschen FC und Waldhof Mannheim gegen den MSV Duisburg. Am Montag dann zum Abschluss noch der FSV Zwickau gegen den 1. FC Kaiserslautern. Jetzt geht's los. Tippt nochmal gerne mit in den Kommentaren, auch für die zweite Liga. Viel Spaß und ja, los geht's. Der FC Bayern München 2 konnte sich mit 2:1 gegen den Halleschen FC etwas überraschend durchsetzen, aber im Endeffekt machten sie da eine ordentliche Partie. Aber da müssen sie auch jetzt nachlegen. Gegen den Chemnitzer FC gingen sie dann früh in Führung, doch es wurde relativ schnell klar, dieses Tor sollte nicht zählen, obwohl ihn Dajaku dann überlegen reinmacht. Es lag eine knappe Abseitssituation vor, aber richtig gesehen vom Assistenten. Der Chemnitzer FC hingegen wartet noch auf den ersten Saisonsieg, steht ganz unten in der Tabelle und hat jetzt gegen Bayern eben auch eine schwierige Aufgabe. Dajaku, der sich da gut behauptet, das ist Vrid. Schopenhauer dazwischen, Will bekommt den Ball dann vor die Füße, aber Jakubow hat gar keine Probleme, diesen Ball sogar festzuhalten. Weiter Abschlag, aber direkt wieder in die Münchner Füße. Will auf Batista Meier, Dajaku wieder Will. Jakubow ist da. Und wiederum ein relativ harmloser Schuss. Wir springen in den zweiten Durchgang. Der Chemnitzer FC machte nach vorne bis dato nichts. Jetzt kam sie endlich mal. Bohl nimmt Müller mit. Schöne Flanke und da ist Rafael Garcia. Und die erste nennenswerte Torchance der Himmelblauen führt hier zur Führung. Und da waren gerade mal noch 20 Minuten zu spielen. Der FC Bayern München 2 die bessere Mannschaft, aber es fehlten auch die klaren Torchancen, insbesondere im zweiten Durchgang. Jetzt mussten sie natürlich kommen. Batista Meier schickt Dajaku. Da ist die Flanke und da ist Welzmüller. Der Kopfball nicht schlecht, aber nicht gut genug. Den setzt er vorbei und Jakubow guckt ihn am rechten Pfosten vorbei, aus seiner Sicht. Nochmal ein Fehler jetzt bei Bayern in der Defensive. Sie mussten aufmachen, konnte das Chemnitz ausnutzen zur Entscheidung. Müller mit dem Abschluss, Früchtel hält. Das 2:0 sollte nicht mehr her, es blieb aber nichtsdestotrotz bei diesem Auswärtssieg. Weil die Bayern es nicht schafften, ihre Ballbesitzüberlegenheit in Torchancen umzumünzen. Und so gewinnen die Gäste aus Chemnitz zum ersten Mal in der dritten Liga. Magdeburg und TSV 1860 München erleben beide einen relativ durchwachsenen Saisonstart. Insbesondere bei Magdeburg ist man darüber doch etwas enttäuscht. Jetzt sollte es gegen den 1860er TSV zum Sieg reichen. Die erste Möglichkeit hatte Mario Kvesic, diese verwandelte er auch, doch der Treffer wurde zurückgenommen. Eine Abseitssituation lag vor im entscheidenden Abspielmoment. Ein knapper halber Meter entscheidet da über Tor und Nicht-Tor. Nun auch der TSV, das ist Dressel, der gut geschickt wird, nicht richtig angegangen werden kann. Und Brunst, der sich dann auszeichnen muss. Gute Chance für die Münchner Löwen. Wirklich gefährlich war es aber nicht. Da wäre durchaus etwas mehr drin gewesen. Doch die Löwen jetzt besser im Spiel. Lex und Dressel über die rechte Außenbahn. Die spielen da einfach hin und her. Dann eine Körpertäuschung von Lex in die Mitte gelegt. Und Efkan Bekirolu mit dem 1:0 für die Gäste. 18. Spielminute, so einfach kann es dann gehen, ein flacher Ball reingelegt, am ersten Pfosten lauert dann Bekirolu und drückt den Ball über die Linie. Zweiter Durchgang, Magdeburg wollte schnell antworten, Jakobsen mit der Seitenverlagerung, Sören Bertram legt den Ball mit der Hacke zurück, Kvesic und Laprevot, da fehlt nicht wirklich viel zum Ausgleich. Doch es war auch nicht wirklich viel Kraft hinter diesem Schuss. Da wäre Bohnmann sonst wohl auch da gewesen. Nun wieder der TSV, der sich nicht hinten einigelte, sondern auf die Entscheidung drückte. Stefan Lex
hat aber auch die Zeit. Paul Wein, wieder Paul, wieder Wein. Das ist ein wirklich einfaches Passspiel, weil Magdeburg nicht richtig raufgeht. Sich da verschanzt im eigenen 16er. Wein versucht es dann. Die Magdeburger Fans waren recht unzufrieden. Schlussphase, keine Entlastung mehr für Magdeburg. Stattdessen die Chance zum 2 zu 0. Bikirolu mit dem Doppelpack. 90. Spielminute. Jetzt war alles vorbei. Der erste FC Magdeburg hat einen einzigen Sieg nach 6 Spielen zu verbuchen. Das ist extrem bitter. Die Saison ist zu ihrem Glück noch lang. Für den TSV 1860 München ist das zumindest ein kleiner Befreiungsschlag da unten aus der direkten Abstiegszone. Waldhof Mannheim gegen den MSV Duisburg, eine Partie, die man durchaus als Spitzenpartie betiteln kann. Waldhof Mannheim als Aufsteiger stark in die Saison gestartet und Duisburg als Absteiger ein Favorit, ein Aspirant zumindest auf den Wiederaufstieg. Die erste Möglichkeit hatte hier der Gastgeber, Valmir Süleymani versucht sich da mal aus der zweiten Reihe und Weinkauf muss direkt mal zeigen, dass er die richtige Nummer 1 ist für den Kasten der Meidericher. Und das stellt er hier stark wirklich in Szene. Dann der MSV Duisburg. Albutat hat da ein bisschen zu viel Platz und dann wuchtet er den Ball rauf. Halbe Stunde gespielt, bis dahin nicht viel von den Zebras zu sehen. Aber er macht den Treffer und somit die Führung für den MSV. Standardsituation von der rechten Außenbahn. Die Duisburger wurden jetzt besser und Tim Albutat hatte einen super Tag erwischt. 39. Minute, 2 zu 0. Knapp 1,86 ist dieser Mann groß, Tim Albutat, und jetzt trifft er per Kopf. Zweite Halbzeit, Eckball von der linken Seite und da ist schon wieder Tim Albutat, es ist nicht zu glauben. 0 zu 3, 50. Minute, Tim Albutat, vielleicht mit dem Spiel seines Lebens. Zwei Kopfbälle, das hätte er sich wohl auch nicht mal erträumen können. Aber Mannheim, da sprach auf jeden Fall die Moral für die Waldhöfler. De Ville, Süleymani, Korte legt nochmal raus, Dos Santos mit dem Abschluss, Weinkauf hält aber. Das war spielerisch nicht schlecht von Mannheim, aber in der Defensive wirkten sie zu anfällig, gegen aber auch sehr effiziente Meidericher. Dos Santos da nochmal zumindest mit dem Ehrentreffer. 76. Minute 1 zu 3. Das bedeutete dann auch das Schlussresultat. Nochmal ein schöner Abschluss. Vielleicht etwas versöhnlich für den SV Waldhof Mannheim. Aber der MSV Duisburg war an diesem Tag vielleicht einfach eine Nummer zu groß. Der FSV Zwickau empfing den ersten FC Kaiserslautern zum Abschluss des 6. Spieltags. Und diese Partie hat eine kleine Vorgeschichte. Da war doch was, Jan Löhmannsröben und die Cornflakes. Aber ab ins Spiel, der erste FC Kaiserslautern muss sich nach der Pleite gegen Braunschweig wieder mal erfolgreich zeigen. Hier ist es Florian Pick mit der ersten Chance. Den Ball setzt er dann knapp über die Querlatte. Brinkhies, der gegen den MSV Duisburg bei der 1 zu 3 Pleite zuletzt gar nicht gut aussah, muss hier noch nicht eingreifen. Aber die roten Teufel in schwarz gekleidet heute waren deutlich besser aufgelegt im ersten Abschnitt. Bachmann und Florian Pick hier im vernünftigen Passspiel. Hercher bringt den Ball in die Mitte. Das ist Manfred Starke. Und der schießt dann drauf. Da fehlt nicht wirklich viel zum 1 zu 0. Ganz knapp geht er da links am Tor vorbei. Doch nochmal die Lautra vom Seitenwechsel. Starke stellt gut durch. Und Timmy Thiele mit dem 1 zu 0. Super erster Durchgang des ersten FC Kaiserslautern und somit die hochverdiente Führung auch für diese. Und die konnten sie unmittelbar vor dem Seitenwechsel sogar nochmal erhöhen. Das ist Starke. Doch Brinkhies passt auf und hält den Ball. Holt sich wieder etwas Selbstvertrauen zurück. Ja, nach diesem wirklich rabenschwarzen Tag beim letzten Auswärtsspiel.
Und im zweiten Abschnitt taten sich die Schwäne weiterhin schwer, hier was anzustellen. Stattdessen Kaiserslautern besser drauf. Dann aber diese Kontersituation quasi wie aus dem Nichts. Schröter, König, der schickt auf gute Weise Nils Mijatke. Und das muss es doch eigentlich sein. Die Mega-Chance und er zieht den knapp über den Kasten von Grill hinweg. Die Möglichkeit zur Entscheidung auf der anderen Seite. Starke mit der Flanke auf dem zweiten Pfosten steht Hemlein. Der trifft das Außennetz, den kann er vielleicht sogar in die Mitte zurücklegen. Dann wird es richtig gefährlich. Ihm fehlt aber hier die Übersicht in dieser Szene. Stattdessen kurz vor dem Ende nochmal Zwickau. König versucht in die Mitte zu legen. Matuvila ist erstmal dazwischen. Aber Zwickau bleibt dran. Lange und dann Fabio Vettereti mit dem Lucky Punch. Und was für ein Tor. 86. Minute. Einer der wenigen Angriffe, der Gastgeber sitzt. 1:1. Fabio Vettereti bedeutete dann auch den Endstand. Die Lautra können mit dem Spiel zufrieden sein. Das Endresultat ist aber alles in allem extrem enttäuschend. Dann schauen wir noch einmal auf die Endresultate. Ingolstadt gewinnt 2:0 am Freitagabend gegen den FC Hansa Rostock. Samstag verliert Braunschweig 1:2 gegen Würzburg. Preußen Münster gegen Uerdingen 1:0. Groß Asbach gegen Viktoria Köln 0:1. Bayern gegen Chemnitz ebenfalls 0:1. Magdeburg gegen 1860 0:2. Meppen gewinnt 2:1 gegen Jena. Waldhof Mannheim verliert 1:3 gegen Duisburg. Unterhaching gewinnt 2:1 gegen Halle. Und zum Abschluss der FSV Zwickau gegen den FC Kaiserslautern trennen sich beide mit einem Punkt 1:1. Noch ein Blick auf die Tabelle. Erster Ingolstadt, zweiter Duisburg, dritter Spielvereinigung Unterhaching, Braunschweig nur noch auf Platz 4, Viktoria Köln 5., 6. Preußen Münster, 7. Waldhof Mannheim, 8. Hallescher FC, 9. Würzburg und 10. die Münchner Löwen. Die zweite Tabellenhälfte führt der SV Meppen an, danach kommen die Zwickauer. 13. ist Sonnenhof Groß Asbach, 14. Kaiserslautern, 15. der 1. FC Magdeburg, auf Platz 16 die Bayern Amateure, 17. der Chemnitzer FC, 18. Uerdingen, 19. Rostock und 20. der FC Carl Zeiss Jena. Das war's dann auch wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten bis zum nächsten Video und tschüss.